so gut hinbekommt. Als nächstes haben wir eine Gruppe, wo ich euch bitte, keine Fotos von der linken Seite zu machen. Dort werden zwei TeilnehmerInnen sein, die das nicht möchten, beziehungsweise wir keine Freigabe haben. Und genau, wir freuen uns also auf das, auf die Neophyten-Mördermaschine. Was das ist, erklären euch gleich Carla, Madeleine, Julia und Tanja Lina. Applaus! Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Präsentation über die Neophyten-Mördermaschine. Wir haben uns das vierte ausgedacht, Madeleine, Carla, Tanja Lina und ich, Julia. Was sind Neophyten? Neophyten sind Pflanzen, die aus dem Ausland eingeschleppt worden sind und sich sehr schnell verbreitet. Was machen wir dagegen? Wir probieren sie zu verbrennen und sie dann zu Strom umzuwandeln. Und wir haben in den Tagen, wo wir das geübt haben, haben wir sehr viele Probleme gehabt. Zum Beispiel, dass wir Neophyten müssen zuerst sammeln, bevor wir sie verbrennen können. Dann wie bauen wir die Dampfmaschine und wie wird der Dampf zu Strom gemacht. Unsere erste Idee hat so ausgesehen. Ein Grill, ein Feuer, ein Topf mit Wasser, ein Röhrli, ein Motor, ein Propellerli und Neophyten. Als erstes haben wir einen Plan gemacht und uns mal alle Schritte aufgezeichnet. Als erstes haben wir die Neophyten gehabt und haben irgendwie Hitze gebraucht. Also haben wir die müssen verbrennen, also haben wir es noch nicht gemacht. Dann haben wir Dampf gebraucht. Dass wir Dampf bekommen haben, haben wir einen Topf mit Wasser auf mindestens 108 Grad erhitzen. Dann haben wir ja irgendeine rotierende Bewegung gebraucht. Für das haben wir mit dem Dampf eine Turbine angetrieben. Mit der Rotation haben wir einen Generator angetrieben und der hat uns dann den Strom gegeben. Wir haben zuerst mal mehrere Prototypen gemacht mit kleinen Computerlüftern. Das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir alle noch angepasst und ganz viel müssen ändern und haben uns ganz Mühe gegeben, ganz lang gebraucht. Haben wir alles wieder von vorne müssen machen. Und jetzt wird noch Madeleine weiter erzählen. Natürlich haben wir auch noch ein paar Sachen daraus gelernt. Zum Beispiel, dass es Plastikröhrli schmilzt, wenn man heiße Dampf durchlässt. auch, dass der Aussatz von unserem Teekessel, also beim ersten Versuch, weggespickt ist. Wir haben auch gelernt, wie ein thermisches Kraftwerk funktioniert. Tanjaline hat Löten gelernt. Wir müssen feststellen, dass LEDs sehr viel Spannung und Strom brauchen und dass es hilft, sich abzusprechen und zusammenzuheben. Jetzt gibt's noch eine kleine Demo. Also schlussendlich hat es nicht ganz funktioniert, wir haben zu wenig Druck gehabt,
Aber mit ein bisschen Hilfe haben wir dann können ein bisschen LED noch zum Leuchten bringen. Ja, danke vielmals. Schriftdeutsch, danke vielmals. Nein, danke vielmals. Mega cooles Projekt. Es ist wirklich krass. Sie haben, eben, es ist so der Moment, wo du da stehst, so als stehst einfach dort und dein Name? Genau, Leandra. Leandra war am Erklären, wie das ein Atomkraftwerk, wie das ein Kohlekraftwerk und so funktioniert. Und ich weiß nicht mehr, einmal ich weiß, was es ist, aber auf jeden Fall ist die Teilnehmerin dort gestanden und hat das so angelassen. So, ja, dann funktioniert das so, okay. Und dann die andere wieder, ja, und wie funktioniert in dem Fall ein Kohlekraftwerk? Genau gleich. Hä? Und so der 20er Abend, ich weiß, wie Kraftwerke funktionieren. Ist einfach so, und du stehst dann eben so, ja, krass, das ist ein Moment, wo einfach die Welt ein bisschen aufgeht. Ja, cool.